Kreisliga wie überall in Deutschland. Im Stadion Emsaue in Rheine kämpft die heimische Amisia gegen SuS Neunkirchen 3 um den Anschluss an die Spitze. Und es ist wie überall, es müsste Elfer geben, gibt's aber nicht. Die liegen außerhalb, aber der Foul war im 16er. Ganz klar. Es wird Fußball in quasi britischer Tradition geboten, stilistisch eher in der Holzklasse, aber ehrlich und engagiert. Mittendrin Elidon Bilali, 19 Jahre, Albaner. War in der Jugend beim albanischen Rekordmeister KF Tirana und bei Aris Saloniki. Er müht sich, aber irgendwie läuft's heute nicht. Ob der Trainer es besser gemacht hätte, wissen wir nicht. Feine Technik dann bei Bilali, aber die Bude ist wie vernagelt. Skeptisch am Rand, Bruder Erion, 15. Die lange Vorgeschichte dieses Kreisligaspiels beginnt im letzten Sommer, als die Brüder Bilali ihre Heimat Tirana verlassen, um ihren Vater zu suchen. Eine akute Notlage in der Familie. My mother before 5 months died. And with my father I don't have a contact 5 months. He lives in Greece, but I don't have contact with him. Sie finden ihn nicht und suchen ihr Glück da, wo man den Fußball liebt, wie sie. We come here from Thessaloniki to Düsseldorf and the police stop me and my brother. And they say, for what you are here? And say for him the policeman, I say for asyl. Über den Dortmunder Verteiler kommen die Bilalis nach Rees am Niederrhein, eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus den Krisengebieten der Welt. Albaner werden dagegen hierzulande meist als Wirtschaftsflüchtlinge ohne Bleiberecht betrachtet. Aber für die Bilalis kommt es anders. In the rest I meet one coach, Chris Terhardt, and he helped me very much. Wegen Chris Terhardt, Freizeitpädagoge und Begründer des Flüchtlingsteams FC Horizont, genießt Rees unter fußballverrückten Flüchtlingen Kultstatus. Er hält nicht nur amtliche Taktiksitzungen mit dem Team ab, er hat auch einen Blick für Talente. Die Bilalis fallen ihm sofort auf. Der 18-jährige Linksfuß Elidon spielt aufgrund seiner Erfahrung aus den Clubs der Heimat so abgeklärt, dass er bald Kapitän der Mannschaft ist. Fußball ist das Beste, was das Leben ihnen bisher geboten hat. Deshalb sind sie nach Deutschland gekommen, weil man hier vielleicht daraus was machen kann, weil Fußball manchmal einfach gut ist. Wir werden ihn auf die richtige Spur bringen. Ich denke, er ist ein Spieler, der allemal verdient hat, höherklassig zu spielen. Terhardt gibt alles. Mehrfach fährt er die Brüder zum Probetraining nach Bielefeld. Die Arminia hat ein Oberliga-Team, für den Älteren würde das passen. Ein Vertrag für ihn und sie könnten in Deutschland bleiben. Eine heikle Situation für den Trainer, der entscheiden muss. Klar nimmt man das alles, was im Moment hier in Deutschland passiert, wahr. Bei uns in der Beurteilung der Spieler darf das natürlich im Endeffekt keine Rolle spielen. Fachlich begründet und nach langer Überlegung gibt es keinen Vertrag. Statt im Profifußball wie ihre Idole Iniesta und Neymar landen die Bilalis hier. Im Übergangsheim am Kammweg in Rheine, die Träume getrümmert, in Deutschland geduldet bis Dezember. Albanien ist ein sogenannter sicherer Drittstaat. Aber sie bekommen eine zweite Chance. Ralf Althoff hier an der Seitenlinie ist nicht nur Kreisliga-Coach, entscheidend ist sein alltäglicher Beruf. Also ich bin beschäftigt als Hausmeister bei der Stadt Rheine für Übergangsheime. Unter anderem habe ich dann oben am Kammweg ein Haus gehabt, was ich betreue. Und ich habe das so ein bisschen als mitgekriegt, auch verfolgt mit Elidon, auch mit Arminia Bielefeld. Und da habe ich dann mal gesagt, ich sage, Elidon kann sich gerne mal auch bei uns fit halten. Und Elidon war beim ersten Training da, positiv aufgefallen. Die Jungs haben sofort gesagt, Ralle, den brauchen wir, den mach das mal und so. Ne? Deshalb schauen sich Bruder Erion und Mentor Chris Terhardt also heute ein Spiel der Kreisliga A an. Kein Fußballtraum. Aber darum geht es auch nicht mehr. Ich denke, es ist eine Etappe. Und zwar ganz bewusst so gewollt. Vor allen Dingen, wenn wir die Intention haben, ihn in Deutschland zu belassen, dann muss man halt schauen, wie können wir Fußball und berufliche Perspektive miteinander verbinden. Es trifft sich, dass der Sportdirektor des Clubs auch kaufmännischer Leiter eines Großhandels ist. Mein Chef hat dann zusammen mit mir entschieden, dass wir die Möglichkeit einer Einstiegsqualifizierung anbieten können, die dann sowas ist wie eine Vorausbildung. Und Elidon macht das dann im Bereich unseres Lagers. Eine Momentaufnahme aus Elidon Bilalis neuem Leben. Beim Verarbeiten und Verpacken dieser Ware erhält er Einblicke in die deutsche Alltagskultur. Gemälde auf Leinwand. Günstig, große Auflagen, eingeschweißt.
Wer bekommt die Bilder? Firma Hagebau. Dieser Job soll ihm erhalten bleiben, auch wenn er im Fußball durchstartet. Wir binden jetzt nicht eine Ausbildung daran, dass er bei Amisia Fußball spielt. Sollten jetzt hier größere Vereine kommen, die auch dementsprechend höher spielen, würden wir ihm niemals Steine in den Weg legen, weil wir auch auf jeden Spieler, der es irgendwo höher da mal geschafft hat, auch stolz sind. Und von daher, Elidon, sind da keine Grenzen gesetzt oder er ist da sklavisch an Amisia gebunden. In jedem Fall sichert ein Ausbildungsplatz das Hierbleiben. Das Rad hat Elidon von der Mannschaft. Von der Stadt haben sie eine Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen. Die Zwergfamilie der Bilalis, eine Schicksalsgemeinschaft, total aufeinander angewiesen. Habt ihr schon Freunde auch hier? Ja, deutsche Freunde. Ja? Ja. Woher? Über Fußball oder? Ja, über Fußball. In der Schule. In der Schule, ja. Der Jüngere, Erion, sitzt in dieser Klasse der Overberg-Hauptschule Rheine. 18 Schüler aus 10 Nationen. Hier ringen sie um die deutsche Sprache, suchen Anschluss, eine Zukunft und irgendwas, von dem sie wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass sie es suchen. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, was die Schüler mitmachen. Ich kam genauso mit 15 Jahren nach Deutschland, ja, und ich weiß genauso, wie schwer das für mich war. Präposition, einmal mit Dativ oder Akkusativ. Achte drauf, bei Dativ Standort wo. Wo ist ein Buch? In dem Regal. Den Dativ hat Erion im Griff, aber was er braucht, sind Abschlüsse. Den Torabschluss als Stürmer im Nachwuchs von Grün-Weiß Rheine, den Hauptschulabschluss hier. Das Ziel ist, dass er so schnell wie möglich Deutsch lernt, damit er in die reguläre Klasse wechseln kann. Ja? Ansonsten, der weitere Weg ist zum Beispiel Berufskolleg. Er möchte eventuell Kfz-Mechaniker werden, wenn das mit dem Fußball nicht klappt. Erion Bilali wird bald 16. Und wie sich beim Ausländeramt der Stadt Rheine herausstellt, ist der Jüngere der Hauptgrund, warum die Bilalis bleiben durften. Wegschicken kann man ihn nicht, denn da ist niemand in Albanien, wo er hin kann. Also darf der ältere Bruder auch bleiben, geduldet, regelmäßige Verlängerung möglich, alle 6 Monate. Der Asylantrag des älteren Bruders ist zwischenzeitlich rechtskräftig abgelehnt. Und er ist jetzt mittlerweile auch im Duldungsstatus. Aber er ist ja die einzige Bezugsperson für den Jüngeren. Wenn er in 3 Jahren seine Ausbildung beendet hat, eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis bekommen könnte, könnte er in 8 Jahren unbefristet bekommen und hätte damit, seinen Aufenthalt definitiv gesichert. Böse Menschen sind heute in Rheine nicht im Stadion. Während der DFB über offizielle Flüchtlingsinitiativen Schecks verteilt, haben sie hier einfach schnell gehandelt. In der Kreisliga. Im strömenden Regen. Aber der Siegtreffer gelingt Elidon Bilali heute nicht. Das ist zu verkraften. Sie sind einfach nur glücklich und sind einfach, ich glaube, auch ein Stück weit reifer geworden durch diese ganze Geschichte. Und diese Unterstützung, die sie von allen Seiten bekommen, macht sie richtig stark. Man muss auch mal berücksichtigen, sie kommen aus Albanien und sie gehören zu den glücklichen 0,2%, die eine Duldung bekommen haben. Ja, man muss aber Glück im Leben haben. Ne? Und ich glaube, Elidon hat noch nicht so viel Glück gehabt im Leben, mit der Vorgeschichte, mit seinen Eltern und so. Und wir versuchen, das ein bisschen aufzufangen. Und sportlich hilft uns natürlich richtig weiter. Manchmal ist Fußball eben gut. Vom albanischen Rekordmeister hierher, das kann auch mal eine Verbesserung sein, bei allem Ehrgeiz. 2-2 ist nicht gut für die Mannschaft. Meistertitel wird nicht mehr oder glaubst du noch dran? Ja, wir haben noch mehr. Never stop.